Herzlich willkommen zurück. Und wir spielen Last Titan Standing. Nochmal. Alle rushen direkt mal links entlang. Also vier Titans links. Okay, ich kann gerade einen Tab drücken, um zu sehen, wie viele da sind. Jedenfalls, unten steht vier Titans haben wir. Die Gegner haben fünf Titans, wenn ich das richtig sehe. Ne, sechs Titans. Wir sind gnadenlos in Unterzahl. Mal sehen, was da passiert. Okay. Ich krieg ein bisschen auf den Sack. Wir haben ein bisschen geblockt. Und, ja. Ich glaube, der erste von uns ist schon gleich down. Raketen und okay, den krieg ich. Muss bloß am Ball bleiben. Ja, ich hab ihn. Zur Seite ist mit schon kommen. Jawohl. Sehr gut. Ja, die Action ist schon wieder am Dampfen. Es ist schon wieder Last Titan Standing. Der Mode kommt relativ oft. Also der Spielmodus kommt relativ oft. Ich kann gerade meinen Damage Core online stellen. Okay, mein Titan ist kaputt. Irgendwas hat mich derbe gekillt. Und ich weiß nicht was. Jedenfalls sind da noch zwei Gegner. Okay, es ist nur ein Titan gegen vier, es ist sinnlos. Sinnlos. Kannst du vergessen, okay, da hat mich, oder? Nee, doch nicht. Ja, okay. Gerade so. Gerade so überlebt, aber halt Runde verloren. Relativ sinnlos, weil man das Headset ein bisschen leiser machen muss. Relativ sinnlos, weil, ja, wie gesagt, in Unterzahl ist es chancenlos, hier was zu reißen. Bei Last Titan Standing ist das echt das Letzte. Diesmal sind wir 6 gegen 6. Könnte besser laufen, muss aber nicht. Kommt drauf an, wie sich das Team anstellt. Wenn das Team sich am Anfang zerstreut, ist es alles doof. Am besten sind, glaube ich, 3 gegen 3. Also wenn man Dreier-Teams bildet und so sich dann über die Map bewegt, weil, wie gesagt, die Gegner sind halt oft zu dritt und dann kann man mit einem leicht taktischen Vorgehen schon was reißen. Er hat gerade ziemlich viele Raketen zurückgeschleudert, werden wir bloß Bullets zurückschleudern. Das ist natürlich blöd. Aber man kann in dem Gefecht eh nie voraussagen, wann was passiert, und so muss man einfach mal gucken. Ich habe übrigens keine Ahnung mehr, wie die ausgehen. Das ist ja schon lang her. Das ist ja ungefähr fast das zweite Match, was ich aufgenommen habe von 30 oder so. Ich habe heute schon wieder aufgenommen. Es ist aber ab bis noch morgen die Chance da aufzunehmen, deswegen nehme ich halt relativ viel auf und versuche es dann noch in einem noch zu synchronisieren. Und die, ja, machen uns ganz schön alle, muss ich sagen. Okay, komm, den kriegen wir. Alle drauf. Das wäre ja mal was. Ja, komm schon. Ja, noch ein bisschen. Geschafft. Ein und frei. Noch zur Seite switchen. Oh ne, ich habe noch. Alles geht noch. Okay, wir haben sie ganz schön. Okay, wir haben jetzt 2 gekillt von denen. Ein oder zwei. Und wir sind halt immer noch im Rückstand, ey. Das ist einfach scheiße. Okay, komm, den schaffen wir auch noch. Na, da darfst du nicht zurückgehen, dann musst du. Okay, ich hab den Gegner noch, glaub ich. Ich hab ihn. Oh, wisst ihr mich aber noch, glaube ich. Also ich komme aus der Ecke nie wieder raus. Das ist schon mal Fakt. Ich kann mich bis noch ein bisschen wärmen, okay, jetzt raus. Scheiße, wird mal ejected. Der Gegner hat sich aber ejected und mich mit seiner Nuke getötet, der kannst du halt nicht ejecten. Da bist du direkt tot. Ja, noch 1 gegen 1, wir brennen, er brennt nicht, noch Fragen. Vorbei. Nee, ich hab das geswitcht. Aber, ja, vorbei. ...2-0 für den Gegner. Runde 3 startet. Mal sehen, ob wir es noch drehen können. Ich habe so meine Zweifel, weil wenn einmal der sich ein Haar reingezogen hat, dann ist es oft scheiße. Es ist aber schön zu sehen, wie die Last Titan Standing Dynamik funktioniert. Also man muss wirklich zusammenarbeiten im Team, um hier was zu reißen. Also es ist nicht mehr so, dass man jetzt in einen Titan einsteigt und alles platt machen kann. Was sowieso nie in dem Spiel funktioniert. Ich weiß nicht, wie sich die Leute das auch vorstellen. Also der Titan ist relativ schwach und man muss ihn wirklich geschickt einsetzen, um wirklich einen Vorteil für sein Team rauszuschlagen. Und so müssen halt eigentlich immer mindestens 2 Leute zusammenarbeiten.
wäre am besten halt mit Teamspeak, wenn man sich abspricht und sagt, okay, ich springe jetzt, wenn einer sagt, scheiße, mein Schild ist down, alles ist kacke, der Gegner schießt auf mich, dann muss halt der andere rein switchen oder vor ihn springen und sein Abwehrschild reinmacht. Wie heißt das, komischer? Ist doch scheißegal, dann halt sein Schild da und den halt zu decken. Damit sich dem seine Energie da auflädt und dann kann man es wieder umgedreht machen. So kann man sich halt relativ lang gegen mindestens zwei Gegner behaupten, die eben unkoordiniert sind. So, das ist der Taktik. Die Taktikgeschichte. Jetzt sieht es gerade ganz gut aus. Ich will jetzt. Ah, nee, scheiße, wir sind schon wieder ein Zeiten weniger. Man sieht es immer unten links über dem IMC und Militar. Sieht man immer, wie viel Zeit es von jeder Fraktion noch übrig sind und sie haben schon wieder einen Zeit mehr. Also, das ist schon sinnlos. Okay, ich hab. Ja, jetzt wird geblockt, zum Beispiel vom Kollegen. Das ist ein bisschen doof, weil wenn du geblockt wirst, wirst du abgeschossen. Ist aber auch realistisch halt, ne? Also man muss halt schon mal aus dem Weg gehen, wenn jemand weg will aus der Schlacht, weil das ja einem nur hilft. Okay. Haha, ich glaube, ich hab nicht getroffen. Auch so eine gute Aktion, er hat geblockt mit seinem Schild und ich hab die Schüsse wieder aufgefangen, hab zurückgeschleudert, meine eigenen Schüsse quasi. Ja. Das ist alles ein bisschen hektisch. Das schieße ich gerade auf den Boss Spectus, weil das ein bisschen ja, Damage pro bringt, würde ich gerade sagen. Okay, es sind halt 4 gegen 3, 5 gegen 3, 6 gegen 3 mittlerweile sogar. Ne, ja. Die haben noch alle 6, wir haben 3. Sinnlos. Okay, jetzt weg. Von denen hat es 1 gerissen, jetzt sind es 2 gegen 5. Kannst du alles kriegen, kannst du alles vergessen. Ist schon vorbei. Ich kann halt noch so ein bisschen schießen. Er hat sogar noch ein Schild. Ich werde von hinten noch mitgeschossen wahrscheinlich. Muss er checken und ist vorbei. Ja, ich habe zwar 3 Titans gekillt und bin einmal gestorben bloß, aber es reicht halt nicht. Es reicht einfach nicht, da wir halt der einer weniger sind. Wenn du einer weniger bist bei Last Titan Standing, hast du verloren. Ist im Normalfall so. Es sei denn, das gegnerische Team stellt sich dermaßen blöd an. Okay, Seitenwechsel. Ich gehe direkt mal in die Mitte. Es ist halt schon blöd, dass hinten 2 warten. 2 gehen durch die Mitte, also ich und ein anderer. Und dann geht einer rechts, einer links. Okay, wir sind jetzt zu dritt wieder. Gehen wir in dieselbe Richtung? Ne, der eine Typ geht einfach weiter. Ja, jetzt splitten wir uns noch auf. Das ist alles ganz schrecklich. Es wird schon einen Baum geben. Dazu sind wir noch. Ne, ist ausgeglichen, das sind nicht einer weniger. Aber es wird gleich einfach nur zerreißen, weil wir sind schon umrannt. Also wir sind eigentlich mehr oder weniger eingekesselt. Wenn wir uns dann halt sofort rauswinden, dann geht es sowieso böse aus. Ja komm, guck das an. Ich kann gar nicht um die Ecke gucken, ohne mein Schild zu verlieren. Und ja, da ist vorbei. Das ist vorbei, das war's schon. Ja, das war's, gecheckt. Mehr ist dann drin. Ich gehe aufs Haus. Mal sehen, ob ich als Pilot noch was reißen kann, aber ich bezweifle es irgendwie. Okay, dem einen habe ich schon mal relativ viel abgezogen. Aha, vorbei. Vorbeigeschossen, jetzt hat sich dein Schild regeneriert, das ist natürlich ein bisschen sehr scheiße. Okay, sein Schild ist wieder down und schießt. Ja, okay, wir haben ihn hingekriegt. Ja, lass ihn einfach gehen. Komm, dreh dich weg. Nein, dann guck nicht, wie er explodiert. Du willst einen Pilot, ne? Ja, das ist halt mein früheres Ich. Der Vergangenheitslink. Nein, guck nicht hin, das ist egal. Ja, okay, er ist tot. Das ist der. Hättest du eigentlich schon eine ganze Zeit auf einen anderen Titan schießen können. Naja. Okay, wir haben mal. Da kann überhaupt nicht weg, okay. Und hier unten den. Ja, den haben wir wenigstens einer draufgebrannt. Ist schon mal viel wert. Dahinter ist noch ein Haar. Alle kaputt. Die Gegner hatten immerhin noch 3 Titans, ne? Also das ist eine Leistung. Wo ich sag, okay. Dünsch. Liegt ein bisschen am Team, liegt ein bisschen an mir, liegt ein bisschen an allem. Ja, steckst du nicht drin. Was ist das denn jetzt? Ist vorbei. Gut, dann bis zum dritten Match. Bis zum nächsten Match. Werde ich mal immer sagen, weil irgendwann komme ich mit den Zahlen durcheinander, dann ist alles scheiße. Na, jedenfalls bis zum nächsten Match. Wir sehen uns.